Ja, hallo zusammen. Ich gehe jetzt ins Center, ein bisschen mehr die Stadt anschauen. Es ist aber schon relativ spät, es ist etwa 5 Uhr oder so, 4, 5 Uhr. Und ja, gestern sind wir ja, in Ausgang, im Club. Aber ich war so auf der Schnorre. Ich war etwa stundenlang dort, nachher gesagt, ich muss heim. Und mein Host hat dann nachher auch gesagt, ja, jetzt sind ich auch auf der Schnorre, ich komme ja gerade. Jetzt sind wir noch schnell etwas essen. Natürlich so beim Laden essen nach dem Ausgang. Und sind wir dann etwa heim. Weil ich am Vorabend habe ich etwa 5 Stunden geschlafen oder so, oder nicht einmal. Ja, das war ein bisschen anstrengend gewesen. Aber ja, es war ein witziger Abend gewesen. Und ihm, seine Kollegen waren auch ganz cool drauf. Die haben recht viel mit mir geredet. Aber im Norden oben, die reden so extrem schnell, das ist unglaublich, die verstehen kaum. Also ich habe ja sonst schon amix Problem, die Leute zu verstehen, aber da, das ist unglaublich, wie schnell dass die reden. Das ist kein Vergleich zu, sagen wir mal, in Veracruz oder so, ist wirklich, haben sie eigentlich noch relativ schön langsam geredet, die Leute. Also im Verhältnis, aber da oben, ein brutales Tempo. Also etwas ist mir aufgefallen hier oben. Die Leute schauen einem extrem komisch an. Also wenn man da so ein bisschen durch eine Plaza läuft oder so, es schauen alle extrem. Als hätten sie noch nie einen Tourist gesehen oder so. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen im Norden oben. Ist das, oder jetzt hier in Durango, ist mir jetzt das extrem aufgefallen. Ich meine, sie schauen dich überall ab und zu ein bisschen an, wenn man da so ein bisschen Orten ist, wo nicht so viele Touristen sind. Aber da fällt es mir jetzt extrem auf. Ich bin jetzt in einem Park und es ist Sonntag und es ist wie immer am Sonntag in diesen Parken. Es ist ordentlich was los. Musik, so ein bisschen so Kilby-mässig, so ein bisschen Stände überall und so. Und recht coole Atmosphäre. Also es ist recht nice am Sonntag, wenn ihr zu Mexiko sind, einfach mal ein bisschen die Parks anschauen. Es ist sicher etwas los. Jetzt bin ich da gerade so ein Theater reingelaufen, so ein Freilufttheater da. Seht ihr vielleicht noch, ist jetzt gerade fertig gewesen. Nur ein Zufall wieder. Einfach irgendwie vorne das Konzert, das ich gesehen habe im Park. Und jetzt da so ein Theater. Recht witzig. Und es war so ein bisschen Wilde Westen-mässig gewesen, weil wir ja da recht im Norden sind und da haben die Leute auch immer so die Cowboy-Hüte und so. Also es ist recht witzig, wie sich das jetzt so ein bisschen verändert hat. Ja, auf meiner Reise hier in den Norden rauf. So, jetzt lasse ich hier den Abend noch ein bisschen ausklingen, hier beim Konzert da vorne. Und ich habe mir jetzt gerade noch etwas zu essen geholt. Tostitas, glaube ich, heissen die. Das sind so Chips. Und da hat es alles Mögliche drin. Salat, Tomaten, wie heisst es? Tamisich. Heilige Sich.
das grüne Text an. Ich kann es nicht sagen, das ist unglaublich. Auf jeden Fall, jenstes Zeug natürlich mit Haufen Chili und Limette und was auch immer da immer, ja, das, was man halt immer noch überkommt in Mexiko. Und ja, ich probiere es mal. Sieh, aber dieses stresst mich, ich weiss es immer noch nicht. Avocado, jetzt ist gegangen! Ja, guten Morgen allerseits. Heute steht etwas ganz Spezielles auf dem Programm. Ich muss jetzt gerade gehen. Und ja, das wird sicherlich eine ganz, ganz interessante Geschichte. Da könnt ihr sicherlich gespannt drauf sein. Ja, übrigens, dass die Leute da mehr Fleisch essen als sonst irgendwo, das kann ich jetzt irgendwie noch nicht bestätigen. Da gibt es jetzt übrigens auch wieder Mangos und so, so ein bisschen tropische Früchte. Weil da ist es nicht ganz so trocken wie in Zacatecas. Das war dort nur so ein Bundesstaat, wo es halt recht trocken ist. Und darum gibt es dort die tropischen Früchte. Da gibt es es aber wieder. Also das ist mal wieder leid. Bis auf weiteres. Vielleicht ist es weiter oben dann doch so. So, herzlich willkommen in Viejo Oeste. Oder übersetzt im Wilden Westen oder im Alten Westen. Und das ist ein Schauplatz für ganze Haufen Western-Filme. Die haben, glaube ich, über 150 Filme gedreht. Und ja, das sieht schon mal recht nice aus, wenn wir mal schauen. Da. Dann mit den Tipis. Und jetzt geht es hier zu diesem Dorf hin. Und sie haben hier, glaube ich, am noch so Shows. Mal schauen, ob ich jetzt gerade eine verwünsche. Das wäre noch cool. Und so sieht das aus. Schauen wir mal. Haha, voll geil. Yo no tengo el oro. Vieja amistad, ¿dijiste? ¡Así es! ¡No la hay! Die Show ist jetzt also fertig. Die haben so ein bisschen demonstriert, wie da Filme gedreht werden. Das war ganz witzig, mega unterhaltsam. Und ja, jetzt kann man sich da noch ein bisschen den ganzen Park anschauen. Es hat überall so verschiedene Sachen, so Saloons, da so ein bisschen so Tipis, da hat es noch so Ponys und da hinten ist gesehen, der Hauptort, wo sich das Ganze auch vorher abgespielt hat. Thank you.
el arte. Sano, el arte sobre las manos. De los que trabajamos de ver a las materias primas. En esta parte tiene que sostener el peso de las sustancias reales. So, jetzt sind wir da also schon wieder zurück in der Stadt und ich habe mich jetzt mit Ale getroffen. Hallo! Hallo! Sie redet Deutsch. Aha. Sie war in der Schweiz schon und in Deutschland, darum redet sie ein paar Wörter Deutsch. Ich habe sie jetzt auch wieder kennengelernt von Couchsurfing Hangouts. Und ja, jetzt haben wir das Glas gegessen und jetzt laufen wir da noch ein bisschen durch die Strössli. Ich bin jetzt gerade zurückgekommen von meinem Treffen mit Ali, Alejandra. Schon wieder, schon die zweite Alejandra da. Und ja, es ist mega, mega nice. Ich bin völlig begeistert von dem Hangouts, von Couchsurfing. Also, ich weiß nicht, wenn ihr es schon kennt, dann ist das vermutlich nichts Neues. Aber falls ihr das nicht kennt, unbedingt ausprobieren, wenn ihr reisen wollt. Es ist der absolute Hammer. Ich habe jetzt gerade noch, heute Nachmittag habe ich eine Reise veröffentlicht. Auf Couchsurfing kann man eine Reise eingeben, wo man hin wird gehen und zu welchem Zeitpunkt, dass man dort sein wird. Und ich habe jetzt das mal eingeben für die nächste Stadt, wo ich würde gehen. Und ich habe jetzt innerhalb von 2-3 Stunden habe ich 3 Nachrichten bekommen, dass die Leute sich bei mir treffen wollen, ein Einheimische von dem Ort. Und dass, ja, ich soll sagen, wenn ich dort bin und so, jemand kann mich sogar hosten. Die anderen haben gesagt, leider kann ich dich nicht hosten, aber wir können es trinken oder ich kann dir ein bisschen zeigen, was alles zu sehen in dieser Stadt und so. Also, mega, mega geile Sache. Ich bin völlig aus dem Häuschen, das ist wirklich ganz, ganz cool. Und ich habe jetzt doch irgendwie 3 Stunden mit Alejandra geredet auf Spanisch. Und ja, ich bin eigentlich erstaunt, wie gut das jetzt gegangen ist. Ich kann ja nicht wahnsinnig gut Spanisch, aber ja, es hat irgendwie ist es gegangen. Und ja, ich warte jetzt noch auf Gareth, mein Host. Der ist noch am Arbeiten, der arbeitet bis um 11 Uhr. Es ist etwa 10:30 oder so. Und nachher gehen wir noch zusammen essen und ein paar Bierchen trinken. Klar, macht man so einen Montag, oder? Weil morgen gehe ich ja schon wieder. Und morgen mache ich etwas ganz Neues, was ich noch nie gemacht habe, wo ich extrem gespannt drauf bin, ob das funktioniert oder nicht. Was es genau wird sein, erfahrt ihr dann morgen. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, soll ich jetzt das Video beenden oder nicht? Ich weiß nicht, soll ich die Kamera mitnehmen? Ja, vielleicht nehme ich die Kamera sogar noch mit, wenn wir schnell gehen essen. Ich warte jetzt noch schnell ab, sonst tue ich es dann nachher beenden. Also. Ja, wir sind jetzt hier noch gerade am Tacos essen. Ich habe hier Gringas. Ob der Gareth hat noch ein paar Tacos. Und wir trinken hier noch ein Bierchen. Und es ist 12 Uhr am Abend und ich muss mal schauen, wie viele Leute es da innen noch hat. Es sind ganz viele Leute hier noch am Essen. Das ist aber normal für Mexiko, die sind immer so spät. Unglaublich, bei uns wäre kein Schwanz mehr kommen. Ja, ich habe jetzt gerade noch gemerkt, dass das Video, das ich noch gemacht habe, als ich heimgekommen bin, völlig im Arsch ist, weil der Autofokus mal völlig versagt hat. Ja, ich mache jetzt noch darum ein neues. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich schalte beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, ciao, ciao.